Manche der zahlreichen Teilnehmer beim großen Radmarathon Grieskirchen waren 24 Stunden im Sattel und kamen so immer wieder an den zahlreichen Radbegeisterten entlang der Strecke vorbei. Grund genug, dass manche Zuschauer beim Feiern auch einen regelrechten Marathon hinlegten. Ja, freilich spielen wir heute ein bisschen auf für die Leute. Oder natürlich seit 12 Uhr Mittag bis morgen um 3 Nachmittag wird in Schallerbach Musik gemacht. Ganz logisch, ja. Beim Musikmarathon in Bad Schallerbach gab es auch einiges zu gewinnen. Hauptpreis ist ein Fahrrad und 1000 Euro. Was haben wir noch im Angebot? Brauereiführung in Grieskirchen für 15 Personen und Euro-Thermen-Gutscheine und ein Jausen vom Strasser. Für 10 Personen, ja. Und so ein Gewinnspiel macht durstig. Wir haben Radlergetränke natürlich, selbstverständlich. Die sind drüben dann, wo es Bier gibt. Bei uns gibt es natürlich auch Gin Tonic zum Beispiel, also ein typisches Radfahrergetränk. Trink- und feierselig war man entlang der gesamten Strecke. Nur dazu, wenn es so heiß ist wie heute, so schwül, da musst du was trinken, weil sonst riecht das aus. Und 24 Stunden können lang werden. Bis morgen hoffentlich, je nachdem, wie wir durchhalten. So viel Alkohol würden wir halt da haben, dass wir rauskommen. Gestern Geburtstag gehabt und jetzt feiern wir noch heute ein bisschen. Es werden dann noch ein paar Leute kommen und es ist, glaube ich, wirklich eine ganz nette Angelegenheit heute. Wir haben ja schon um 12 Uhr angefangen, ja. Aber schauen wir mal, wie weit das mal kommen. Letztes Jahr schon 5 bis 6 in der Früh waren, dann haben wir schon ein wenig Macke gewinnen. Nüchtern bleiben mussten die vielen Helfer der Freiwilligen Feuerwehr. Wir wissen ja, dass wir das auch für einen guten Zweck machen da. Wir sind ja zuständig für die Sicherheit auf der Strecke. Und das kann natürlich genauso dazu, wie es feiern. Und wer erstmal gut Radl fährt. Aber auch für die fleißigen Radler gab es Labstellen. Während der 6-Stunden-Zeit ist natürlich ein bisschen hektisch das Ganze. Da erwischen nicht immer alle was. Aber jetzt um die Zeit geht schon ganz gut. Also da wird fast jeder bei denen schon. Mancherorts wurde sogar ein prominenter Radler bedient. Wir haben heute sogar schon Andreas Goldberger bei uns da gehabt, haben ein Autogramm gekriegt für ihn und haben ein Foto gemacht. Hat uns recht gefreut, dass er stehen geblieben ist. Ja, ich habe eher Pause gebraucht, weil ich schon so müde war. Und dann sind die da gestanden und haben da so ein Plakat geschrieben gehabt. Goldi, ein Foto bitte. Ich denke, da kannst du einfach nicht vorbeifahren. Einmal bin ich vorbeigefahren und habe gesagt, nein, das tut man nicht. Dann bin ich einmal zugefahren, zum Trinken habe ich was gekriegt. Und bei der nächsten Runde ist geschrieben, danke Goldi. Also nein, das freut mich schon, weil wir einfach da haben. Dass er einen Sieg war, nicht mitgefahren, da nimmt man sich ja für das auch ein wenig Zeit. Und mir hat es persönlich voll gefreut, dass rundherum eigentlich so viel Leid und dass das Radfahren, eigentlich der Radmarathon von der Bevölkerung da so gut angenommen wird. Und so wurde es auch für die Aktiven noch eine tolle Party. Gute Stimmung, viel Leid, auch ein bisschen Autogramme schreiben und so, es macht echt Spaß. Das Wochenende vom 3. bis 5. August steht in Haag am Hausruck ganz im Zeichen des Marktfestes. Das Opening am Freitag beginnt musikalisch. Am Samstag steht der Marktlauf an und am Sonntag der Pferdemarkt und die Kindererlebnismeile. Der 4. August 2018 steht in Polham ganz im Zeichen des Hittenfestes. Schon am Nachmittag finden die Highland Games statt. Ab 22 Uhr steht dann die Rock- und Pop-Coverband Ciderheads auf der Bühne. Viel ist nicht mehr zu sehen vom ehemaligen Bahnhof in Haag am Hausruck. Hier war der Ausgangspunkt für die Fahrten mit der Haager Lies. Ja, die Haager Lies natürlich, als gebürtiger Haager bin ich schon immer verbunden gewesen. Wir waren alle stolz, dass wir eine Bahnstrecke haben und einen Bahnhof. Wenn eine Bahnstrecke über 100 Jahre auf der Strecke zwischen Haag und Lambach bzw. Neukirchen bei Lambach fährt und dabei den Namen Haager Lies tragt, dann ist das natürlich was, was uns ganz besonders mit dieser Bahn verbindet. Und das war natürlich ein großer Schock, wie es damals geheißen hat, im Jahr 2009, diese Bahn wird eingestellt. Jetzt müssen wir schauen, dass wir eine bestmögliche Nutzung nicht nur für die Waggons, sondern auch für die Strecke finden. Nun trat der größte noch existierende Waggon die letzte Reise vom Bahnhof zum Gelände der Country-Freunde Haag an. Ja, der Waggon, der hat schon eine lange Historie. War zuerst bei der Post im Dienst, ist auf der Strecke da gefahren, also da ist drinnen auch die Post sortiert worden. Naja, und jetzt ist es wieder mal so weit, dass die Verschrottung, also die Schrottpresse gewartet auf ihn und wir kennen sie nicht trennen davon. Der hat schon so viel Geschichte auch mit dem Verein und auch früher mit der Haager Lies gehabt. Da haben wir gesagt, den stellen wir uns ab zum Ghost City Salon, weil wir waren immer verbunden mit der Haager Lies, also bleibt das auch weiter und da hat er, glaube ich, einen schönen Platz unten. Es ist ja nicht der letzte Waggon, wir haben noch zwei weitere kleine Waggons, aber es ist wirklich der letzte in dieser Größe, der ist ja 27 Meter lang. Ich habe mir für die Gemeinde auch zwei Waggons gesichert und da werden wir schauen, ob wir eine gescheite Nutzung zusammenbringen.
schauen wir, was uns gelingt, aber es ist auf jeden Fall ganz wichtig, nicht alles Alte und nicht mehr ganz Aktuelle einfach wegzuschmeißen, sondern in gewisser Erinnerung zu bewahren und was Gescheites draus zu machen. Die Bahnanlagen werden nach Rückbau einer neuen Nutzung zugeführt. Ja, es gibt ja derzeit ein Projekt aller 6 Gemeinden hier, einen Radweg entstehen zu lassen. Und da sind wir gerade dabei, über verschiedene Wege auszutesten, was ist die gescheitste bauliche Art und Weise, das zu machen. Ein Höhepunkt waren die Zugüberfälle der Country-Freunde Hausruckwald von 1994 bis 2009. Tausende Menschen erlebten einen Nachmittag im Wilden Westen. Die Hagerlis, für immer verbunden mit Haag. Sie werden noch lange in Erinnerung bleiben. Auf zum Haager Marktlauf am 4. August. Im Rahmen des 16. Traunviertler Sparkasse Laufcups 2018 findet dieser Wettbewerb für Volks- und Hobbyläufer statt. Erstmals findet in Haag auch eine Firmenwirtung statt. Die Oberösterreicherin. Das Magazin, in dem Gesellschaft zum Ereignis wird. Lesen Sie jetzt. Am Cover Trachtenexpertin Anna Toastmann, stylische Dirndln für den Sommer und Rezepte fürs Picknick im Freien. Die Oberösterreicherin, jetzt im Zeitschriftenhandel. Ob auf Facebook, Instagram, Snapchat und Co. Die Selfies sind aus dem Social Media nicht mehr wegzudenken. Es ist der Trend bei Jung und Alt. Und auf diesen Trend sprang auch das Unternehmen Gourmetfein auf. In Kooperation mit Fiat Österreich riefen sie den Gourmetfein Selfie Contest ins Leben. Ein Auto, das lustig ausschaut, ein Auto, das praktisch ist, ein Auto, das preisgünstig ist und vor allem ein Kabel ist. Und wir gesagt, na warum wollen wir nicht einmal so ein Auto, wenn es schon so beliebt ist, auch anderen jungen Menschen zur Verfügung stellen und machen damit auch Marketing und Werbung. Und so ist dazu gekommen, dass wir letzten Endes dann mit Fiat Österreich Kontakt aufgenommen haben. Und die waren Feuer und Flamme für diese Idee. Weil im Juli feiert jetzt der Fiat 500 den 61. Geburtstag. Und Marken vertreten ja Werte. Und wir versuchen zu vertreten auch die Innovation und Innovationsgeist mit unseren Produkten und der Qualität. Und mit dem Fiat 500 haben wir da passend in dem Jahr zum Geburtstag die Firma Gourmetfein ausgewählt, die was sie miteinander sehr gut ergänzt haben, die was wirklich über Social Media interessante Kooperationen machen und unsere Ikone, unser Kultauto, der Fiat 500, passt da perfekt dazu. Im Zeitraum vom 15. März bis 14. Juni wurden zigtausende Selfies hochgeladen. Die Auslosung fand per Zufallsprinzip statt. Und je mehr Selfies man hochgeladen hat, desto größer war natürlich auch die Gewinnchance. Also das ist ein Wahnsinn, voll cool. Witzigerweise bin ich da über Instagram drauf aufmerksam geworden. Ich habe dann eine Bekannte gefragt, ob man da ernsthaft das Auto gewinnen kann. Und die hat dann gesagt, ja. Dann habe ich mich mal in die Ecken gesetzt und ein bisschen spekuliert und habe mir gedacht, ich mache da jetzt einfach mit, weil immerhin kann man da ein voll cooles Auto gewinnen. An die 140 Selfies mit einem Gourmetfein-Produkt brachten Verena Weidinger aus St. Egidi schließlich auch den verdienten Sieg. Sie ist somit neue Besitzerin eines nagelneuen Fiat 500 Cabrio im Wert von 15.500 Euro. Ich bin angerufen worden und dann habe ich mal schnell einen Sessel gesucht zum Niedersitzen, weil sonst glaube ich hätte es mich umgehauen. Und so habe ich dann eigentlich erfahren davon und habe dann am Nachmittag nicht mehr wirklich denken können und reden auch nicht. Also ich war hin und weg. Wir sind natürlich froh, dass das Auto genau so einer jungen Dame zur Verfügung gestellt wird, die was jetzt wirklich über die Massen darüber freut. Und ich bin überzeugt davon, auch ihr sehr sympathische und nette Ort wird dazu beitragen, um das Image in Verbindung mit dem Auto und Gourmetfein nur weiter zu verbessern. Na dann, herzlichen Glückwunsch und gute Fahrt. Der 18. Juni 1977 war für die Gemeinden Niederwinkling in Bayern und Vaspoldshofen mehr als nur irgendein Datum. An diesem Tag unterzeichneten die beiden Gemeinden eine Partnerschaftsurkunde, die die Freundschaft und Verbundenheit aller Bürger besiegelte. Ja, das war ungefähr so, dass die Feuerwehren von hier einen Ausflug nach Oberösterreich in das Seenland, in das Ausseerland gemacht haben und auf der Rückfahrt haben sie ein Gasthaus gesucht, wo sie einkehren konnten. Und dort sind Gaspolzhofen aufgrund einer Bekanntschaft die Einladung gegeben, das Gasthaus Fattinger. Und dort haben die ersten Begegnungen stattgefunden. Das hat sich ganz rasch entwickelt und plötzlich war so eine Freundschaft da, dass man gesagt hat, also man muss diese
Freundschaft vertiefen zu einer Partnergemeinschaft. Eine Freundschaft ist wie eine Blume. Sie wächst langsam und will gepflegt werden. Wenn das ein paar Jahre dauert, dann verläuft sich das natürlich ein bisschen. 2006, da haben wir gesagt, so, jetzt wollen wir das eigentlich wieder ein wenig aufleben lassen und haben dann die Kameraden aus Niederwinkling eingeladen. Und seit 2006 ist die Partnerschaft eigentlich sehr intensiviert worden. Und so ist es eigentlich unter mir so eine geliebte Partnerschaft. Wir fahren zu einem Skorpenfestival, sie kommen auch ins Theater. Und aus der Partnerschaft ist eigentlich so direkt eine Freundschaft geworden. Wenn irgendwas ist, sie kommen rauf, wenn Geburten sind, Hochzeiten. Und was uns besonders freut, ist, dass in der Jugend so eine Dynamik entstanden ist, dass die Partnerschaft nicht bloß neu beflügelt worden ist, sondern das ganze Jahr über eigentlich mittlerweile gelebt wird. Und das ist eine Besonderheit, die wollen wir wirklich erhalten. Alle Vereine von Niederwinkling waren gekommen, um die Gaspoldshofener zu begrüßen. Und diese ließen sich für ihre bayerische Partnergemeinde wirklich ein ganz besonderes Geschenk einfallen. In Verbindung mit diesem Stein und Eisen in dieser praktischen Zusammenspiel haben wir es versucht, ein langlebiges Monument zu schaffen, was für Gaspoldshofen und Niederwinkling beispielgebend ist für diese dauerhafte Verbindung. Die Skulptur ist wirklich etwas Besonderes. Wir Bayern sagen wir das vielleicht bei Trauungen. Es ist ja, sind zwei verbundene Scheiben, die analog fast sind wie zwei verbundene Ringe. Und ein Ring, der hat ja keinen Anfang und kein Ende. Und so soll natürlich auch unsere Partnerschaft sein. Über diese 40 Jahre haben wir ein eindrucksvolles Beispiel dessen abgelegt, was es heißt, zwischen Bayern und Oberösterreich zwei Gemeinden zu finden, die wirklich in Freundschaft verbunden sind. Denn wahre Freundschaft kennt weder Entfernung noch Grenzen. Sonntage sind für die Tradition da. So auch beim Natternbacher Kirtag mit Pferdemarkt. Da wird gestöbert von Bekleidung über Hausrat bis hin zu den beliebten Spielsachen. Der Natternbacher Pferdemarkt wird in diesem Rahmen zum 8. Mal abgehalten und für alle, die das Glück beim Pferd finden, ist das Wetter Nebensache. Was ganz wichtig ist, dass wir uns trotz diesen, sagen wir mal, bescheidenen Wetters, sind 35 Pferde zu uns gekommen, das uns wirklich sehr freut. Und wir haben 5 Rassen dieses Mal. Das sind Warmblutpferde, Haflingerpferde, Ponys, Mini-Shetty-Ponys und Noriker-Pferde. Was die Pferdefreunde, speziell der Wiesenberger Stefan, da auf die Füße stehen jetzt Jahr, das ist ja nicht ganz ohne und es ist Bedarf einer großen Organisation und darf ich mich auch bei denen ganz herzlich bedanken. Und für uns ist das natürlich immer was ganz Besonderes und für uns ist das auch ganz wichtig, da heraus als Gemeinde. Gepflegt wird die oberösterreichische Pferdemarkt-Tradition. 35 Pferde aller Größen und Farben wurden am Vormittag bewertet. Man bewertet den Typ der Pferde, ob das dem Rassetyp entspricht. Man bewertet die Bewegung des Pferdes, ist ganz wichtig. Die Korrektheit, ob das Fundament, also sprich die Aufmachung des Pferdes in Ordnung ist. Und natürlich auch, wie das Pferd im Pflegezustand steht. Also von den Hufen beginnend über den Reinheitsgrad des Pferdes, das wird alles beurteilt. Wir haben schon festgestellt in der Kommission, dass sich über die Jahre hinweg die Qualität der Pferde steigert. Speziell in der Korrektheit, das heißt die Entscheidung der Züchter, wie sie die Pferde anbauen, die führt dazu, dass sich die Pferde verbessern. Das ist ja der Sinn des Selektionssystems in einer Sucht. Früher war es Tradition, am Pferdemarkt sein Pferd zu verkaufen. Mittlerweile geht es darum, eine Möglichkeit zu haben, seine Pferde zu präsentieren mit festlicher Atmosphäre. Das jüngste Fohlen in Natternbach ist gerade 5 Tage alt und zeigt sich von seiner besten Seite. Ich finde es gut, gerade auf Pferdemärkten, dass man die jungen Ponys und Pferde immer mitnimmt, weil sie lernen es nur dadurch, dass sie es sehen, dass sie einmal dabei sind. Natürlich machen sie einmal einen Hupfer, aber es ist einfach wichtig, dass man die Ruhe bewahrt, dass man es einfach daheim schon gut führen trainiert, dass solche Sachen wie Putzen, Hufe geben natürlich, ist ja klar, gut trainiert sind. Und dann ist es eigentlich einfach ein Spaß, die dabei zu haben und natürlich fürs Publikum und für die Veranstalter, ein junges Pferd immer was Schönes, weil das ist einfach die Zukunft. An den Pferdemärkten sieht man, dass die Pferde immer noch eine große Bedeutung in unserer Gesellschaft haben. Ob in Sport oder in der Therapie, Pferde sind vielfältig einsetzbar. Seit letzten Oktober wurde hier in Tolle-Tarau am neuen Oldtimer Museum der Oldtimer Freunde Tolle-Tarau fleißig gearbeitet. Mit einem Oldtimer-Treffen und den kirchlichen Siegen öffnet das nagelneue Museum seine Pforten. Wir haben intensiv gearbeitet, insgesamt 23 Personen, die an die 5.143 Arbeitsstunden geleistet haben bis dato. Und davon konnten sich die zahlreichen Besucher überzeugen.
gerade ein Museum mit der Vielfalt, die hier geboten wird, Buch, Zweiräder, wirklich also fast von jedem Jahrgang her, ist eine tolle Bereicherung, nicht nur für die Gemeinde, sondern für die ganze Region. Ich kann den Oldtimer-Freunden Toiletter auch wirklich nur gratulieren zu dem, was sie da geschaffen haben. Das alte Museum hat es ja schon lange gegeben und jetzt ist also wirklich eine Neukreation entstanden, mit ungemein viel Arbeit, die da dahinter steckt, alles ehrenamtlich, also es ist unglaublich, was da geleistet wurde und man kann nur gratulieren und viel Freude wünschen mit diesem tollen Museum. Indem in mühevoller Kleinarbeit die Schätze aus längst vergangenen Zeiten zu bewundern sind. 55 Fahrzeuge und viel drumherum lassen die Herzen vieler höher schlagen und in Nostalgie schwelgen. Als ein Kleiner mit 10, 12 Jahren habe ich Buchmotorräder oder Moped gehabt. Die habe ich leider alle verschrott. Und ja, ich schaue mir es gerne an. Und selber eigentlich, als ein Junge hat mehr mit Buchmopeds zu tun gehabt und selber ein bisschen rumgeschraubt und zerlegt. Und das ist ganz toll, wenn man sich das wieder anschauen kann. Umso mehr freut es mich, wenn man da die verschiedenen Exponate jetzt da sieht, aus den verschiedensten Jahrgängen, auch aus einer Zeit, wo man selber noch jung war. Zerlegt waren wohl viele der Schätze hier, ehe sie wieder im alten, neuen Glanz strahlen. Gehört viel Liebe dazu, das zu restaurieren und wieder herzustellen. Da haben wir natürlich zwar sehr gute Leute, das ist der Hüntezel Manfred und der Meier Wolfgang, die diese Maschinen so in Zustand bringen, wie es da jetzt im Museum stehen. Und darunter sind so einige Gusto-Stückerl. Worauf wir sehr stolz sind, ist unsere Haliette. Das ist eine Rennmaschine aus dem Jahr 1926, die zur damaligen Zeit in Italien sämtliche 175 Kubikrennen gewonnen hat. Immerhin hat man aus den Jahren von 1923 bis 1967 rund 90% der Buchbaureihen hier stehen. Und bis auf zwei Kriegsmaschinen sind alle fahrbereit. Das Museum ist an Sonn- und Feiertagen von 14 bis 17 Uhr oder nach Absprache zu besichtigen. Landwirtschaft ist Leidenschaft und das war auch und ist bei mir so. Ich bin Vollerwerbsbetrieb und habe mich dann für die Politik entschieden, denn auch hier sollte man wissen, wovon man spricht, welche Entwicklung es braucht und wohin sich vor allem unsere qualitativen Lebensmittel entwickeln sollten. Und gerade der Mais ist eine unserer ganz qualitativen Futtergrundlagen für viele Kapazitäten unserer Fleischproduktion. Da geht es um die Hühner, um das Geflügel, um die Schweine, um die Rinder. Und natürlich alles das, was hier als Grundlage für die Fütterung zur Verfügung steht. Diese Binnenweidenmischung hier auf einem Feld bei mir könnte auch für die oberösterreichische Landwirtschaft stehen. Es gibt größere und kleinere Pflanzen, es gibt eine, die mehr oder weniger blühen und genauso ist unser Bild in der Landwirtschaft. Wir haben große Betriebe, wir haben kleine, wir haben leistungsfähigere und wir haben eine, die ganz wesentlich für unsere Landschaft stehen. Und das, glaube ich, ist auch ein Grund, warum die Vielfalt in Oberösterreich so geschätzt wird von unseren Konsumentinnen und Konsumenten. Und ich kann Sie daher nur einladen, wenn Sie zu Produkten greifen, dann vergessen Sie nicht, dass diese gepflegte Landschaft auch Absatz braucht. Egal, ob das im Tierbereich bei unserer Fleischproduktion ist, ob es bei den Früchten ist, ob es im Getreide ist oder auch bei Urlaub am Bauernhof. Alles das ist Landschaft, die von Oberösterreichs Bäuerinnen und Bauern nicht nur erhalten, sondern in dieser Form auch gepflegt und weiterentwickelt wird. Hier können Sie wirklich herzhaft zugreifen und Sie werden sehen, Oberösterreich ist am Gaumen spürbar. Als Genussland verstehen wir uns als Partner für die Bäuerinnen und Bauern, aber auch für das Gewerbe in Oberösterreich. Sie können mit Sicherheit darauf vertrauen, dass die Produkte aus Ihrem Umfeld kommen, dass die Qualität dem entspricht, was Sie sich erwarten und dass damit auch gesichert ist, was Sie sich wünschen. Alles das, was der Genuss braucht, das können wir im oberösterreichischen Genussland bieten. Greifen Sie herzhaft zu. Zweimal Gold, einmal Bronze für Igler. Bei den Staatsmeisterschaften in Klagenfurt holte Anna Baumgartner im 800-Meter-Lauf die Goldmedaille. Im Speerwurf holte Patricia Madl die glänzendste Medaille. Bei den Meisterschaften der Klasse U18 holten Sophia Pasch, Ida und Agnes Tanner im Staffellauf die Bronzemedaille. Kinder lernen schwimmen. Im Rahmen der Ferienaktion der gesunden Gemeinde Pötting lernten 12 Kinder ab 5 Jahren im Hallenbad das Schwimmen. Stimmung beim Boxenstopp in Bad Schallerbach. Bereits zum zweiten Mal veranstaltete die Marktmusikkapelle ein musikalisches Begleitevent zum 24-Stunden-Radmarathon des Radclubs Grieskirchen.
Zahlreiche verschiedene Formationen und Gruppen spielten Samstag und Sonntag auf und begeisterten die Besucher ebenso wie die ÖSV-Promis Andi Goldberger und Franz Josef Real. Wohnplätze für Menschen mit Beeinträchtigung. Im Bezirk Grieskirchen werden in den nächsten 3 Jahren rund 40 neue solcher Wohnplätze geschaffen, so ÖVP-Bezirksobmann Peter Oberlehner. Das größte Projekt ist dabei der Umbau des Alten- und Pflegeheims in Pram. Weitere Plätze entstehen in Galsbach. Auch im Bezirk Everding wird fleißig gebaut. In Hartkirchen entsteht eine Außenstelle des Instituts Hartheim und in Everding ist ein weiteres Projekt in der Realisierungsphase. Diese Mädels sind auf keiner Shoppingtour. Sie wurden für den Girls Camp in der Kaserne Ried eingekleidet. So ausgestattet ging es dann zum Schießplatz Ramsau-Mollen. Nach einer Einweisung in das Sturmgewehr wurde es langsam ernst für die Damen. Dieses Girls Camp wurde vom Heerespersonalamt gemeinsam mit dem Panzergrenadierbataillon 13 aus Ried organisiert und veranstaltet. Ziel ist es, den Mädchen Gelegenheit zu geben, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und eigene Erfahrungen zu machen. In der Infanteriegruppe und auch mit der Hauptwaffe der Panzergrenadiere, dem Schützenpanzer Ulan, stand ein Scharfschießen auf dem Programm. Nach der Ausbildung am Sturmgewehr 77 stand für die Mädels Exerzieren auf dem Plan, ehe es ins Lager Ramsau-Mollen zur Unterbringung ging. Dienstschluss für die Damen war dann um 23.30 Uhr. Immerhin begann der zweite Tag für die Tagwache schon um 6 Uhr morgens. Die Mädels mussten gefechtsmäßig einen Parcours bewältigen und in einen Raum eindringen. Hier kam ein Duellsimulator zum Einsatz. Das gibt dem Träger das Feedback, ob er jetzt eine Verwundung oder einen Treffer bekommen hat oder einen Vorbeischuss. Gibt ihm aber auch eine Rückmeldung, ob er beim gegnerischen Fahrzeug oder auch bei einem Infanteristen ebenfalls Treffer erwirkt hat. Mut war nötig, um sich von der Staumauer Klaus abseilen zu lassen. 45 Meter ging es hier in die Tiefe. Viele weitere Aufgaben hatten die Mädchen in Uniform zu bewältigen, sei es das Aufbauen der Zelte, die Abwehr mit Pfeffersprays oder die Bergung vermeintlich verwundeter Kameradinnen. Wie schlagen sich die Mädels? Gibt es da Probleme mit dem Gewicht? Die Mädels sind top motiviert, also sie beißen richtig durch. Für das Bundesheer und die Panzergrenadiere in Ried ist dieses Girls Camp wichtig, um für weiblichen Nachwuchs in den Kasernen zu sorgen. Immerhin bietet der Soldatenberuf viele Karrierechancen. Dieses Girls Camp bietet dazu die richtigen Einblicke. Ich bin dabei bei dem Programm Fit fürs Heer. Da wird man quasi auf die Eignungsprüfung und auf die Kaderanwärterausbildung vorbereitet. Sowohl sportlich als auch im Exerzierdienst, Waffen- und Schießdienst, Marschieren. Wir gehen sehr viel Marschieren, Gefechtsdienst. Also dass man sich beim Einstieg allgemein leichter tut. Nach diesen anstrengenden Tagen streben von den teilnehmenden Mädels 6 eine Karriere beim Heer an. Was 2017 erst sein Debüt feierte, ging vergangenes Wochenende mit einer Special Edition in die bereits nächste Runde. Die Rede ist vom Trinity Festival 2.0 in Riedau. Spaß haben, tanzen, das Leben feiern. Jedenfalls schon die beste Möglichkeit, um mit Freunden den nächsten Urlaub zu planen. Und für alle, die bis jetzt noch gar keinen Plan haben, wo es diesen Sommer hingehen soll, haben wir hier gleich mal ein paar sonnige Tipps. Also ich war noch nicht im Urlaub, ich muss zuerst noch arbeiten und ich werde in 2 Wochen oder sowas werde ins Ziel da einen Urlaub fahren, aber mehr werde ich nicht machen. Auf Mallorca, weißt du, dass es voll geil ist? Und Sonne, Strand, Schwimmer, es gibt geile Locations, Ballermann. So richtig Urlaub nicht, also wir fahren auf Festivals, weil mein Freund DJ ist und da sind wir so unterwegs, aber es ist auch ganz lustig. Ich war schon in Urlaub, ich fahre noch in Urlaub. Ich plane mir das sowieso auf den ganzen Urlaub, also auf die ganze Sommerzeit plane ich mir es einfach, dass ich jedes Monat in Urlaub fahre. Heuer war ich schon in Kroatien, jetzt fliege ich nach Dublin, dann bin ich mal in Budapest. Im März fliege ich dann weiter weg nach Indonesien. Also es ist das ganze Jahr ein bisschen Urlaub drinnen. Das entscheiden wir spontan. Barcelona, Spanien. Ja, das war cool. Da hat mir schon gefallen. Ja, bei diesen Urlaubszielen kommt man dann doch etwas ins Schwärmen. Aber auch zu Hause soll es ja bekanntlich schön sein. Wandern darf man gern im Inland bleiben, oder? Auf jeden Fall in Österreich. Ja.
Warum? Ja, weil es bei uns eigentlich auch schon ist. Beim Trinity Festival jedenfalls ging wieder ordentlich die Post ab. Also wir erwarten eigentlich von der Nacht, dass es eigentlich ziemlich ruhig verläuft, ohne Probleme, also mit der Polizei gut auskommen, mit der Rettung, dass sie keiner wehrt wird, das ist mir ganz wichtig. Die Leute sollen extrem viel Spaß haben und viel Motivation mitnehmen zum Tanzen und zum Abshaken. Die Nacht soll so verlaufen, dass wir viel tanzen, weil ich weiß nicht, wie wir irgendwo die Drum & Bass gehen. Lustig wird es auf jeden Fall. Ja, wir kommen ja von ganz weit her, ich und meine Freunde. Wir kommen aus Niederösterreich, wir sind jetzt eineinhalb Stunden hergefahren, weil einfach Leute da sind, die wir kennen und die wir gern haben und seit langem wieder nicht mehr gefeiert haben und heute wieder mal feiern wollen. Und es ist eine schöne Gegend da bei euch, ne? Schön Kugelrutsch habt ihr. Einfach einen gechillten Abend machen mit Freunden und ja, da wird es hier noch cool werden. Kein Wunder, denn mit einem bombastischen Line-Up ging auch dieses Jahr das Konzept des Bramtaler Kulturvereins wieder voll auf. Eine Innviertler Tugend besagt, durchs Reden kommt Leid zahm. Und genau diesem Motto sind auch die Bezirksrundschau und der Verein Riederwirtschaft gefolgt mit dem ersten Rieder Innenstadtforum. Die Riederwirtschaft sowie die Spitzen der Stadtpolitik diskutierten an diesem Abend zu drei brandheißen Themen. Einerseits Verkehr und Parken in Ried, das ist natürlich ein ganz wesentlicher Punkt. Das zweite war dann das Einkaufserlebnis in Ried, was können die Einzelnen dazu beitragen? Und das dritte, sehr umfassende Thema war eben dann die Zukunft, die Entwicklung der Stadt Ried selber. Eröffnet wurde der Diskussionsabend mit einem kurzen Video, in dem die Rieder Stadtpolitiker ihre Einschätzung zum Ist-Stand der Innenstadt abgeben konnten, bevor es in die heiße Phase der Konfrontation ging. Es zeigte sich, der Redebedarf war enorm. Also oben war mir ganz wichtig, damit einfach jeder Unternehmer oder Gewerbetreibender oder Gastronom in der Stadt, der heute da war, einmal an der Politik einmal sagen können, diese Wünsche hätte ich. Das hätte ich gern, das stelle ich mir von der Politik vor. Und ich glaube, dass aber die Politik gut angekommen ist, einfach, dass sie auch mal da sitzen können und einfach mal das Gespräch mit den Unternehmen in diesem Rahmen finden hat können. Es gibt sehr viele Einzelinitiativen und hier wurde einmal etwas zusammengefasst. Und zwar mit einer Sachlichkeit und auch mit einer Vielfalt an Gesichtspunkten, an Möglichkeiten, die ich nicht erwartet habe. Ich finde es ganz positiv, wenn es einen direkten Austausch mit den Entscheidungsträgern gibt, wenn es einen direkten Austausch unter die Unternehmer gibt, weil manchmal hat man was einzubringen oder manchmal kann man auch die anderen zuhören und dadurch können sie einfach gute Sachen entwickeln. Allem Ärger zum Trotz, die Rieder Innenstadt ist doch besser als ihr Ruf. Die Zahlen sprechen hier eine eindeutige Sprache. Das heißt aber nicht, dass wir das schönreden wollen. Es gibt da und dort sicherlich Verbesserungsbedarfe. Wir sind auf einem guten Weg. Kleine, feine Betriebsansiedelungen. Die Big Bangs wird es in der nächsten Zeit nicht geben und werden dann entsprechend diese Vorschläge aufgreifen. Ob auch die Politik die Forderungen und Vorschläge aufgreift, wird sich zeigen. Bürgermeister Albert Ortig zeigte sich jedoch optimistisch. Die Sommermonate jetzt nicht für einen Urlaub nutzen, sondern hart daran arbeiten, dass alles, was kurzfristig zu verbessern ist und zu erledigen ist, auch tatsächlich geschieht. Das nächste Innenstadtforum soll bereits 2019 in die nächste Runde gehen. Ich hab das Thema. Gemeinden suchen Dialog mit jungen Erwachsenen. Mit dem Gemeindecheck Modernes Leben steht Gemeinden ein Agenda 21 Tool zur Verfügung, das sie unterstützt, die Zielgruppe junge Erwachsene zwischen 20 und 35 Jahren kennenzulernen und ihre Bedürfnisse zu erfahren. Ziel ist, die Kommunen weiterzuentwickeln, um Voraussetzungen zu schaffen, dass diese jungen Menschen in der Gemeinde verbleiben. WM-Spitzenplätze für das Innviertel. Die Faustball-Masters-WM in Vöcklabruck war für die Teams aus dem Innviertel erfolgreich. Das Team der Altersklasse 35 wurde Siebter und holte bei den gleichzeitig abgehaltenen österreichischen Meisterschaften die Bronzemedaille. Kindersommerbetreuung in Scherding ausgeweitet. Die letztes Jahr als Gemeindekooperation Brunnenthal, St. Florian und Scherding gestartete Kindersommerbetreuung wird heuer erweitert. Für das Mehr an Kindern zwischen 6 und 14 Jahren ist es nun möglich, dass sie eine Woche länger betreut werden. Lukas Grgic unterschreibt 3-Jahres-Vertrag. Der 22-jährige Oberösterreicher, der seit August 2017 im Innviertel kickt, wird die nächsten 3 Jahre bei der SV Guntermatik Ried spielen. Der junge Spieler soll künftig in Ried noch mehr Verantwortung übernehmen.
Positives Regionales im Fernsehen. Täglich um 17 und 21 Uhr auf Satellit LT1 Oberösterreich.